Also da ist Sauna, ne? Und dann zack, hier Treppe runter und ab ins Eiswasser. Ja, geil. Hörst du, was das Eis für Geräusche macht? Ist das das Eis? Ja. Das ist immer, wenn das so spannend, so wie jetzt, wenn die Temperaturunterschiede so groß sind, zwischen minus 15 und jetzt 2 Grad oder was, dann gibt es diese. Aber das sieht im Moment auch noch nicht so sicher aus, das Eis, ne? Nach den letzten warmen Tagen hier. Aber schön hier. Wie heißt der Ort genau? Suroton oder? Suroton, ne? Aber hier mit. Hast du gehört? Ja, schön hier, ne? Hallo! Ist ja urisch mit den Eisgeräuschen, ne? Suroton. Ja, Suroton, ne? Hier schön Strandsand, Grillen, Eisschwimmen. Ja, was bedeutet Suroton? Ohne Sorgen oder sorglos. Also Suroton ohne Sorgen, ja. Sorglos, sorgenfrei. Sorgenfrei, genau. So sieht es auch aus. Und der See? Wie heißt der See? Alasjärvi. Alasjärvi. Und Alas, hat das auch eine Bedeutung? Ja, Alas bedeutet nach unten. Ach ja. Aber ach ja, okay. Also unterer See oder irgendwie sowas, ja.
Ja, wie Seen halt so heißen. Ja, schön. Also mir gefällt es hier prima. Da drüben ist gleich der Freizeitpark, ne? Aber der ist nur für Kinder, hast du mal gesagt, ne? Wie heißt der? Puhammer. Puhammer? Ist nur ein Ortsname, ne? Was heißt das denn? Puha heißt wie Spiel, ja. Und Land ist Ma. Spielland, ja. So ungefähr. Ist auch. Ich war da mal, ist natürlich jetzt im Winter geschlossen, das Ding. Aber mit Rutschen und so für Kinder ist es bestimmt ganz schön. Ich finde, es stört so ein bisschen die Idylle hier im Wald und See, aber dafür gibt es ja noch mehr Plätze, wo man seine Ruhe haben kann. Ne? Ja, so toll, wirklich wahr. Guck dir das an. So, also umgeben von finnischen Wäldern. Ich würde sagen, finnischer geht wohl auch kaum. Ne? Hm. Okay, jetzt gucken wir uns noch die Möckis an. Ja? Okay. Die haben ja lustige Kennzeichen, ne? Åland. Zwischen Schweden und Finnland, ne? Die Inseln. Also du sagst, die Åland-Inseln, die gehören zu Finnland, ne? Klar. Werden aber, die sprechen Schwedisch, die Leute, ne? Und wird es auch Schwedisch verwaltet? Nö, Finnisch, ne? Klar, Finnisch. Wird Finnisch verwaltet, so sieht's aus, ne? Ja. Ja klar. Toll. Es gibt echt viele Fasane hier so in Finnland, ne? So viele auf einen Haufen auch, ne? Janakala ist die Gemeinde. Genau. Und? Die Gemeinde heißt Janakala. Ach so, ja. Okay. Und das Dorf? Ja? Heißt Tervakoski. Ach, Tervakoski, wo die Unterkünfte waren. Und wo das Eisschwimmen war? Das gehört dann das zu Tervakoski. Genau. Ja. Okay. Aber auch zu Janakala, weil Janakala ist doch die Gemeinde. Ja. Denn es ist gut. Der Rakos gehört zu Janakala. Ist klar, okay. Ja, ein schöner Tag geht zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Schaut mal wieder rein. Und schöne Grüße hier aus Finnland. Ciao, ciao.